Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, und auch den letzten für heute. Morgen geht's dann weiter. Ich muss dann nämlich noch terminlich weg. Nein, zum Mittagessen sind mein Freund und ich eingeladen und das geht sich dann immer aus mit weiter aufnehmen und ich wollte einfach mal testen, ob das alles klappt. Ja, es klappt. Gut. Also, wir sind jetzt in der zweiten Ebene vom Waldtouchern und werden hier versuchen, einen Nährboden zu finden. Für ihn. Das ist einmal eine goldene Truhe, das ist schon mal überhaupt nicht verkehrt. Na du Schirm. Au. Gib mir dein Zeug. Au. Was haben wir denn da drin? Bah, alles nur kein Nährboden. Also, Gegenstand geht kaputt, wenn wir zu viele Watschen kriegen. Okay. Gegenstand wird nach Hause geschickt. Bei Rückkehr wird Gegenstand in angezeigter Richtung zu dem da. Dann werden wir das so machen. Und so. Dann, dass da nach Hause schicken tut. Gegenstand geht kaputt. Gut. Dann werden wir jetzt zwei Gegenstände nach Hause schicken. Bevor die kaputt gehen, weil ich krieg garantiert einen Haufen Kleschen. Das ist eh klar. So. Tschüss. Und das auch. Und tschüss. So. Gut, das hätten wir. So, zack. Da ist nichts mehr drin. Ich würde sagen, gehen wir da lang. Zack. So, das war schön. Das war auch super. Was haben wir denn da? Nichts. Gut. Zack. Dann in den nächsten Raum. Das mit Nährboden ist echt schwierig, muss ich schon sagen. Aha, da unten ist irgendwas. Wow! Alter. Zack, zack. So, da mal runterschauen. Was haben wir denn da Schönes? Ein Buch. Okay, Merksatz für uns. Ein Buch. Das müssen wir später holen, wenn wir dann den dritten, also die dritte Ebene betreten. Und dann werden wir uns das Büchlein holen. Weil dann können wir diesen komischen Schleimbatzen ausweichen. Wobei es wäre echt schon mal interessant, ob man diesen Schleimbatzen mittlerweile schon Schaden zufügen kann oder ob der einfach sowieso OP ist. Da haben wir ein Skeletti. Na, also du sollst es kaputt hauen. So. Mit nix. Alter. Tag. Alter. Da habe ich mir Zähne klein. So, einmal Landschaftsgärtnergeschichte. Jawohl. Was ist das für ein cooles Ding? Okay. Warte, jetzt ein Glitzerding am Boden? Ich glaube nicht, ne? Nein, war nicht. So, da haben wir ein Trüchen wieder in Gold. In Golden. Zack, zack. Vielleicht haben wir jetzt einmal Glück. Au, 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 au. So, au, au, au. Ja, ja, das kostet jetzt anständig Leben, weil ich einfach ungeschickt bin. Komm her, du Gifthauer-Dings, finde ich da. Schaffzeit. So, zack. Was haben wir denn da drin? Bitte sei nicht buggy. Wieder kein Nährboden. Nach Hause teleportieren. Ich würde sagen, wir tun nochmal das mal so. Dann schicke ich das gleich mal nach Hause. Dann kann man das schon mal stapeln. Dann, was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand. Das macht man nicht. Ah, warte, da muss ich kurz Platz machen. So, das ist nämlich dasselbe Effekt. Glaube ich. Ja. Und was haben wir da? Zerstört Flucheffekt. Okay. Das ist einmal Reserve. So. Gut. Nächstes Räumchen. Zack, zack, zack. Zack. Schwupp. Alter. Alter. Das wollte so jetzt eigentlich. Ah! Überhaupt nicht. Au. So, jetzt haben wir es. Haben wir da unten noch was? Ich muss was trinken. Prost. So.
und da haben wir sonst nichts mehr. Hoppala. Ja, das war nicht schlau, als ich weiß. So. Da, da, da. Das ist halt, wenn man sich ein paar Zentimeter Fußmaß sparen möchte. Alter. Der spuckt mich schon wieder an. Der Ferkel. Alter. So, jetzt aber. Zack. Was haben wir hier? Auch wieder kein Nährboden. Zerstört Flucheffekt, schickt nach Hause. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Dann, okay. Dann fangen wir mal an. Und zwar, so. So. Dann erhebt den Flugeffekt auf. Was können wir denn nach Hause schicken? Ich glaube, das Wasser theoretisch... Na, nicht so. So. Das können wir nach Hause schicken, glaube ich. So. Oder weißt was? Ich schicke was nach Hause, was kaputt werden kann, ne? Nehmen wir das da. So. Ich hätte es besser... Was haben wir hier? Zerstört den Flucheffekt. Würde ich sagen, hier. Gut. Dann packen wir das alles ein. Das hier. Kann man irgendwas stapeln? Leider nicht, ne? Dann würde ich sagen, ich opfere wieder mal die Schwammerl. Und damit wir die Säure mitnehmen können. So. Na, das wollte jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das eigentlich zusammenschlagen. Nein. Da. Nein! So, wenn es halt nicht anders geht, müssen wir halt mit Pfeilen Bogen schießen. So. Und weiter geht's hier rüber. Das passt mir sehr gut. Können wir einmal super klasse planschen. Irgendwie ist die Melodie weg, oder? Vom Wasser. Da, da, da. Aha, da finde ich schon gar keinen Platz mehr. So. Dann noch einmal hier. Und dann wird schon nächste Ebene gehen. Ah, nein, ist schon der Bossraum. Okay, ich glaube, das ist schon der Bossraum. Kann das sein? Komm her. Das brauche ich alles, das brauche ich alles, 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 alles. Zack, zack. Das mit dem Nährboden ist blöd. Bin ich dafür im falschen Dungeon? Das gibt's nicht, oder? Einmal noch schnell baden. Dann nochmal weiter. Dann schauen wir uns da unten nochmal um. Den Auftrag kann ich gerade überhaupt nicht erfüllen. Das ärgert mich. Ah, das ist eine fließlich Wegtruhe. Okay. Autsch. Du lästiger Zapfen. Au. Alter. Weg mit dir. So. Ja, du bist auch lästig. Unglaublich. So. Aber verdrückt. Na, die will ich weghaben. Dass wir die Tränke einsammeln können. Alter. So. Dann schauen wir, was wir hier noch kriegen. Das ist ein bisschen ärgerlich mit dem Nährboden. Und das Buch müssen wir noch holen, das stimmt. Und dann hilft sie nichts mehr, dann müssen wir uns eh schon wegporten. Ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Das tausche ich kurz einmal aus, glaube ich. Habe ich irgendwas mit 5? Könnte ich. Das Wasser ist halt zu teuer. Ich glaube, das passt schon so. Können wir irgendwas hergeben? Von mir aus die 2. Weil wir eh schon wieder 10 haben. Da noch was einsammeln. Und ich glaube, das lassen wir so.
glaube, das lassen wir so. Ich gehe nochmal zum Eingang zurück. So. Und stellen wir nochmal ein Portal, ne? Ja. Sieh. Hoppala, falsch. Was soll man sonst machen? Ha, wie kann man sich so schief verdrücken? So. Ja, bitte. So. Dann gehen wir gleich durch. Dann müssen wir eh wieder Handel treiben, denn einen Wunsch können wir leider nicht erfüllen. Das tut mir sehr, sehr leid. Das ist richtig blöd gelaufen. Ach, da habe ich das Buch vergessen, ich Idiotin. Schlecht. Schlecht. Servus. So. Können wir da schon was hinstellen? Theoretisch ja. Das Wasser will ich aufsparen. So, die alte Knolle kann ich mir trauen. Aber die geben jetzt mir teurer her. So, das schon mal. Dann wird drauf gelaufen. Ja. Da fehlt uns noch eines. Das kriegen wir sicher hin. Leider habe ich den Nährboden nicht bekommen. Sehr schade. Aber was sollen wir machen? So, schnell mal weg das ganze Zeug. Stroh kann ich auch schon mal in unsere Aufgabenkiste legen. Was haben wir hier bekommen? Ich glaube, da oben drinnen, ne? Ja. Das nehmen wir auch mal. So. Was können wir denn jetzt da verkaufen? Alte Knolle. Ja, eigentlich schon. Können wir machen. Das möchte ich gerne behalten. Wir haben sehr viel alte Knollen. Fällt mir gerade auf. Oh. Das können wir einmal nehmen. Die Giftsporen können wir eigentlich auch einmal, glaube ich. Ja, Früchtchen. Nehmen wir auch einmal mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das Wasser, wie gesagt, möchte ich gerne aufsparen. Das können wir mitgeben. Dann hält man das schon mal. Das ist echt wenig. Das da und das da. Von diesem roten Gelee darf ich jetzt eigentlich nichts mehr wegschmeißen. Da habe ich jetzt schon viel zu wenig, um Tränke zu machen. Da muss ich jetzt dann aufpassen. Streng senkt die alte Knolle. Ja. Können wir auch nochmal. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Ja. Ich glaube, das ist okay so. Gut. Also, wie gesagt, das Wasser, da das... Wo habe ich das hingetan? Hier hin? Genau. Da ich das zu oft verkauft habe, lagere ich das da mal rein. Wobei eines... Ich nehme eins mit. Aber sonst zu viel sollte ich vielleicht nicht mehr verkaufen. Genau, den Nährboden habe ich leider nicht. Oh Schreck, oh Graus. Die kann ich da mal reinschmeißen. Und die? 2000 ist okay, weiß man nicht. Ich mach's mal mit 3. Ah, da war 3 zu viel. Dann wollen wir es mal hier mit 2,7, dass wir den dritten Preis kriegen. Die Knolle gebe ich hier mal rein. Ja, das kann man machen. Das Wasser, da würde ich sagen, das hier. Ah, das ist nichts wert. Das können wir in die Sellkiste schmeißen. Die Früchtchen. Der ist auch nichts wert. Echt jetzt? Oh, ich brauche den Preis. Okay. Und das hier, 400. Da wollen wir es mal mit 500. Da probieren wir es mal mit 2100. 2000 passt. So, dann hier rüber. Einmal Tränke haben wir eh, das ist eh super.
Zack und zack. 100. Probieren wir es mal mit 111. Da wollte ich es auch. So. Ich glaube, das geht. Dann noch in die Sellkiste. Da habe ich leider nur für eines. Ja. Und geht. Wie gesagt, den einen Auftrag kann ich jetzt leider nicht erfüllen. Das tut mir sehr leid. Theoretisch jetzt gar nicht aufmachen brauchen, aber ist ja wurscht. Also, hoppala, ich bleib gerade hängen am Kabel. Entschuldigung. Ja. Also, hier ist nichts. Tut mir leid, habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der Nährboden ist. Der Dungeon war diesmal sehr näher am. Ja. Okay, das ist zu teuer. Das habe ich eh berechnet gehabt. Oh, das ist viel zu teuer. Okay. Okay, dann machen wir es mit 2000. Auch hier herüben. So. Mal schauen. Oh, da freut sich jemand. Da hat jemand die Knolle gekauft. Super. Dankeschön. Das habe ich viel zu billig hergegeben. Schön. Freut mich. Mit 50 war viel zu billig, dieser Weißstein. Da kann ich nächstes Mal, dann, wenn wir den Golem-Dungeon wieder mal betreten, kann ich das optimieren. So. Wir können hier noch hingeben. Einmal alte Knolle und einmal das da. Jo. Servus, Dankeschön. Ui, da ist jemand. Aha, da freut sich wer. Und noch. Ah, doch nicht. Doch nicht so ganz. Doch nicht so ganz. Der eine hat sich gefreut und dem sind. Achso. 4000. Das ist ein bisschen knausiger, ha? Machen wir es mal so. Dankeschön. Immer noch zu teuer. Da haben wir einen Auftrag. Lauf bitte nicht weg. Servus, was kann ich für dich tun? Verbleibend, es gibt ein Monster namens Lava-Katapult-Notiz, das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon bringen? Ich werde es einmal probieren, versprechen kann ich nichts. Danke für den Einkauf. Ui, die sind alle schwerst beleidigt. 2000, die sind zu viel. Okay, probier's einmal so. Jetzt hör auf, das, der Trank kann jetzt nicht so teuer sein, du Kasperl. Ja. Danke, Gnädigste. Ein Dieb. So geht das aber nicht. So, fertig gerauft. Halt. So, danke schön. So, schnell wieder zurück. Das da oben geht auch nicht so gut. So. Rubin geht überstudieren. Oh, immer noch zu teuer. Immer noch zu teuer. Alles zu teuer. Ich wollte echt nichts mehr ausgeben. Kann das sein? Bagage. Danke. Na los, kauft es. Will keiner mehr was haben, dann schleicht's euch. Geht's heim. Ein Dieb schon wieder. Du kleine Rotzglocke, du. Bäh. Die Nachfrage wahrscheinlich schon zu groß. Da sollte man vielleicht wirklich ein, zwei Tage wahrscheinlich nichts verkaufen und dafür nachher wieder ordentlich. Damit sich der Preis stabilisiert, oder wie? Sie alle auf die Tränke gehen. Jetzt hat sich der Depp erschreckt, glaube ich. Aber eh. Ich habe da aber nichts zum Verkaufen. Außer die zwei Sachen noch. Nimm das jetzt. Alter. Warum denn nicht? Halt. Dann gehen wir halt. Wollen wir es mal so.
halt schon wieder ein Dieb, Alter. Das gibt's ja nicht. Unfassbar. Immer noch zu teuer. Okay. Also der hat jetzt spät überzuckert. Ruhig mal, dann lassen wir's so. Da ging's wenigstens weg. Ah, jetzt hauen sie alle ab. War ja klar. Ah, doch, der Opa noch. Auch nicht. Okay, dann schleicht ich. So, gut. Das heißt, naja, eigentlich können wir das ja schon stehen lassen. Das heißt, wir werden dann die nächsten Tage, sobald es geht, nichts verkaufen. Das war jetzt heute nicht so eine Ausbeute. Doch, trotzdem nicht so schlecht. Alter, 184.928 trotz allem. Ich habe mir gedacht, dass wir jetzt so viel zusammenkriegen. Die alte Knolle ist halt wahnsinnig viel wert gewesen. Genauso auch wie diese Botaniknotizen und Nährstoffwasser auch. Ja, mega. Kann ich mich echt nicht beklagen. So, auch wenn wir jetzt den Auftrag leider versemmelt haben. Nichtsdestotrotz würde sich noch ein Dungeon ausgehen. Weißt du was? Ich nehme jetzt diese Tränke da mit. Und halt, ich verdrück mich schon wieder. Und gebe sie einfach mir. Und gebe den Rest jetzt einfach derweil hier rein. Genau. So. Passt. Wir brauchen jetzt da diese Landschaftsgärtner-Notizzettel. Ne? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube. Shop. Gibt's was Gescheites für uns? Natürlich. Wir können auf jeden Fall die Sale-Kiste hier noch nehmen. Dann hätten wir es schon. Dann fehlt eigentlich nur noch diese Stufe hier. Dann haben wir alles. Auch hier Händler haben wir schon alles freigeschalten. Was ist mit dir? Wanderer-Creme. Ja, den haben wir gekauft, aber der hat scheinbar irgendwas für uns. Weil da ein Rufzeichen dabei war, ne? Da dachte ich mir, hä, haben wir das nicht gelesen gehabt? Aber ich glaube schon. Der ist hier unten irgendwo, ne? Aber nur tagsüber flüchtig. Schaut so aus, ja. Gut. Dann schauen wir noch kurz. Servus, gnädigste. Tränke bitte. Geht da, hoppala, geht da was? Sechse, achte. Ja. Die machen wir. Passt. Die bringe ich dann gleich nach Hause. Ah, und Verzauberung. Servus. Geht da Verzauberung? Ja, der Bogen. So. Hoppala. Er mich verdrückt. Er mich wieder verdrückt. Also der Bogen würde gehen. Jo. Nochmal. Na, einmal passt schon mal dabei. Ich will jetzt nicht mein ganzes Geld verschustern. So, also jetzt noch einmal zurück. Die Tränke, die wir da gebaut haben, gebraut haben, wegtun. Dann hätten wir ja insgesamt 10, ne? Theoretisch. Dann können wir da schon wieder was Tolles verkaufen. So, passt. Und ab geht's in den Dungeon. Noch ein letztes Mal für heute. Schwupp. Jo, das heißt Landschaftsgärtner-Notizen brauchen wir noch. Das heißt, wir werden hier nochmal die ganze Ebene durchrennen, bis wir die haben. Und dann werden wir den nächsten Raum, die nächste Abteilung betreten sozusagen. Ne? Oh, falsche Waffe. Ich dachte mir schon mal, hä? Unser Bogen ist halt derweil nur, ja. Hä? Ist da was drin? Ah, na, die Truhe glitzert so komisch. Ich dachte, das wäre ein Glühwürmchen. Alter. So. Ah, die bleibt eh leer. Okay, dachte ich schon, ja, wäre unfair, ne? Also nochmal alles durchmarschieren. Jetzt können wir theoretisch dann das Buch auch mitnehmen. Wenn es noch da ist. Normal schon, ne? Ja, es hoppala, da ist noch was. Da sein tut's auf jeden Fall. So. Machen wir den Raum hier noch schnell. Alter, du nervendes Viech. Da, da, da. So, da haben wir vielleicht einen Rucksack mit Tränke. Super, ein Rucksack mit nix. Also so ein Skelett-Typ, ne? Ja.
So, da ist auch nichts, logisch. Das Buch holen wir uns, wie gesagt, später. Jetzt gehen wir zuerst hier alles clearen. Und dann werden wir... War der nächste Raum schon der Bossraum? Ich weiß es gar nicht mehr. Zack, zack. Also der nächste Raum, die nächste Ebene, so muss ich sagen. Zack, zack. So. Zack, 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 zack. Alter. Glaube ich, lästig. Also wie gesagt, Zocki, hau das Rote jetzt nicht weg. Behalt das bitte. So, die Quest haben wir jetzt auch erfüllt, das ist super. Das haben wir schon mal. Aber wir können ja eh schon mal im Voraus sammeln, so wie wir das schon öfters gemacht haben. Achso, die verschwindet, genau. Also, dass wir zu viel haben, verschwindet, ja genau. Da war ja was. Passt. Alter. Optimal wäre es, wenn wir noch eine Truhe finden und wir das Zeug dann heimschicken könnten. Alter. Ich muss was trinken. Das war epic fail. Da haben wir sonst nichts mehr. Nein. So. Und auf zum nächsten Räumchen. Zack. Das ist so schön, wenn das blüht hier. Ach, Herrschaftszeiten. Alter. Na, geh ein. Danke. So. Da haben wir auch nichts drin. Das Gestrüpp noch zerstören. Au. Au. Passt, da ist nichts. So. Hier lang. Einmal schnell heilen. Das ist jetzt Muss. So. Und weiter. Achso, warte. Einmal zurück. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssten zuerst da runter. Aber es ist eigentlich eh wurscht. Ah, die Truhe war das hier, genau. Wow! Ja, ja, ist schon gut, du. Truhen, Teufel, Viech, du. So, einfach drauf loshauen, fertig. So. Und gut ist. So. Na, du Unkraut. Ja. Aber auch noch mit Unkraut und gut ist. So, da unten war glaube ich nichts, ne? Nein. So, einmal noch schnell genießen. Dann den einen Raum noch clearen und dann... Schwupp, sehr schön. Und dann werden wir... das Buch holen und die nächste Ebene betreten. So. Ja. Und du noch. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir das Büchlein holen. Offen war jetzt der Raum schon, ne? Ja, passt. Jetzt habe ich schon gedacht, hm? Latschen, latschen. Jetzt machen wir halt wieder Überlänge. Tut mir schon sehr leid dafür. Aber das geht heute einmal nicht anders. So. Dafür ist der Part eh zu Ende. Nachher dann. Da. Aber den Boss möchte ich vielleicht... Halt, verkehrt. Das war zu weit. Entschuldigung. Aber den Boss wollte ich sagen, wenn es der nächste schon ist. Ich glaube schon. Der nächste im nächsten Raum schon ist. So. Wäre gut... mitnehmen. So. Hä? Das Monster verfolgt uns gar nicht mehr? Jetzt bin ich verwirrt. Sollte uns jetzt nicht ein Viech nachhirschen? Na gut, dann halt nicht. Super, hätte ich gleich mitnehmen können. Das habe ich wieder fein hinbekommen. Ganz, ganz fein.
Ganz, ganz fein. Tada. Zack, zack. Okay. Das ist jetzt was ganz was Komisches. Ah, ich hab... Meine Güte. Ich dachte schon, hä, warum mache ich keinen Damage? Jetzt, das ist schon besser. Alter, Alter, da fliegen die Fetzen. Na, Unkraut. Oh, ich muss mich beeilen, die Drohnen sind weg. Du Scheißding. Ja, das habe ich super hinbekommen. Ich glaube, die Drohnen sind jetzt alle weg. Weil ich wieder irgendwie... Alter, wo ist denn hin? Alter! Mach ihn kaputt! Gott. Super. Eine Truhe. Zwei. Naja, was soll's. So. Okay, jetzt zerstört den Flucheffekt. Machen wir gleich. So, zack, kaputt. Sehr gut. Oh Gott. Wir haben da... Ich habe da viel klumpert eigentlich. Kann man hier was decken? Ja. Kann man noch was decken? Nein. Dann werden wir das hier entsorgen. Von denen habe ich eh schon so wenig, aber ist eh wurscht. Weg damit. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen. Zerstört den Flucheffekt. Zerstört den Flucheffekt, okay. Und hier noch drinnen. Okay. Dann machen wir zuerst das hier. Gut. Zerstört den Flucheffekt. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand der Richtung. Das machen wir nicht so. Dann kann man das wieder stacken. Auch das kann man stacken. Dann, was haben wir hier? So. Dann, irgendwie ist die Musik weg. Voll komisch. Da ist er jetzt, der Nährboden. Ihr könnt heulen. Aber es wäre einer zu wenig gewesen. Ja. Denn ist der stackbar. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Wie viele Tränke? Einen habe ich verschustert. Die Blätter kriegen wir eh recht schnell. Sonst kann man nichts stacken, ne? Weißt was? Von dem Lebenssaft haben wir eh so viel. Machen wir draus Zaster. So, passt. Und gut. Und was haben wir jetzt da oben? Nix. Das heißt, auch die Bossräume können sich verändern? Habe ich das so jetzt richtig mitbekommen? Sachen gibt's. Gut, dann hauen wir ab. Sehr gut. Sachen gibt's. So. Hui. Dann schauen wir mal. Ich glaube, von dem Saft, da haben wir auch schon zu viel. Konnte man diese Waldgeschichte stacken? Ich weiß es jetzt gar nicht. Warte, eines haben wir da. Genau, das kann ich schon mal reinschmeißen hier. So, und den Rest verstauen wir mal. Und dann werden wir im nächsten Part, hoppala, ganz einfach und unkompliziert, hier weitermachen. Ich glaube, das Buch ist einzigartig, ne? Egal. Ist wurscht. So, auf jeden Fall zuerst einmal, so...
Das ist wichtig. Das brauchen wir. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!